Seite hier am Theater Baden-Baden die Maske. Und wir sind jetzt auch in der Maske in unserem Knüpfbereich. Diese etwas außergewöhnliche Situation nutzen wir jetzt gerade, um uns gezielt um unsere Auszubildende zu kümmern. Das kommt ja im laufenden Spielbetrieb manchmal etwas zu kurz, weil die Produktionen vorgehen. Und ja, ich bin jetzt ganz froh eigentlich, dass wir diese Situation nutzen können. Ich denke, eine Chefin der Maskenabteilung muss nicht alles besser können als die anderen, sondern muss die Stärken ihrer Abteilung erkennen und die Leute gezielt so einsetzen, dass sie ihrem Potenzial entsprechend am besten arbeiten können und auch wirklich ihr Potenzial entfalten können. Dies ist der Bereich, in dem normalerweise geschminkt wird, und im Moment ist hier natürlich nichts los. Aber es ist alles quasi bereit, um direkt weiterzumachen, sobald es dann auch weitergeht. Das Schönste an meinem Beruf ist die Vielseitigkeit, dass wir einerseits Sachen basteln, bauen, dass wir Sachen modellieren, auch mal richtig grob arbeiten können und andererseits ganz filigrane Sachen machen, Perücken machen und dann auch Kontakt zu Menschen haben, vor allem Kontakt zu den Schauspielern kurz vor der Vorstellung. Ja, wir halten Sicherheitsabstand. Also im Moment haben wir uns so eingeteilt, dass Shari ihre volle Zeit hier ist, und wir sind so eingeteilt, dass immer eine weitere Person, höchstens zwei weitere Personen mit im Raum sind. Das ist jetzt die Loge 7, und das ist für mich schon ein besonderer Ort, weil ich hier gerne zu Ende der Proben zuschaue. Und hier sitze ich meistens während der zweiten Hauptprobe. Bei der allerersten Probe, der AMA, das ist kurz für Alles mit Allem, das ist das erste Mal, wenn die ganze Produktion mit Bühnenbild, Technik, Ton, Licht, Requisite, Maske und Kostüm zusammenkommt. Da sitze ich dann da unten, in der zweiten Reihe meistens, damit ich von ziemlich nah sehen kann, ob die Arbeit, die wir gemacht haben, ob das so reicht, ob das eventuell zu viel ist oder zu wenig. Und wenn das alles geklärt ist, dann gehe ich zur ersten Hauptprobe auf den Balkon da drüben. Und von dort aus habe ich dann auch die Kontrolle auf die Fernwirkung. Und ich bin so ziemlich auf Augenhöhe mit den Geschehnissen, besonders wenn da auch so ein Podest oder Treppen oder eine Rampe ist. Und außerdem werden ja bei der ersten Hauptprobe die Fotos gemacht fürs Programmheft. Und wenn ich dort sitze, bin ich nicht dem Fotografen im Weg, der dann im Parkett hin und her läuft. Und bei der zweiten Hauptprobe, da bin ich dann hier. Und von hier aus kann ich zum einen sehen, wie unsere Sachen von schräg oben aussehen. Aber ich kann auch in die Gassen gucken und kann sehen, ob eventuell jemand von uns sichtbar ist bei schnellen Umzügen oder so. Zu dieser Maske könnte man was erzählen. Das ist eigentlich eine schöne Produktion. Diese Maske hat Nicole gemacht. Das war Phantom des Louvre. Da das Phantom immer von anderen Seiten auftreten musste und so aussehen sollte, als ob es sich auf einmal in einem Raum manifestiert, hatten wir diese Maske für die Person, die das Phantom gespielt hat. Wir hatten aber auch Statisten, die gleiche Maske getragen haben, damit sie dieses Phantom hinten von der Bühne abgehen konnte, aber fast gleichzeitig von der Seite wieder auftreten. Und gleichzeitig hatten wir eine Statue stehen, und diese Statue hat diese Maske auch aufbekommen, die genauso aussah wie die anderen. Mit dem Unterschied, dass, weil ja mal die Nase abgebrochen wird, diese Nase mit Magnet dran befestigt wird. Für uns sind es auf jeden Fall immer Highlights, wenn historische Stücke sind, die auch noch akkurat sind. Was auch schön sind, wenn historische Zitate sind, was aber ganz furchtbar ist, ist, wenn Zeiten miteinander, Epochen miteinander vermischt werden und wir behaupten müssen, dass das auch wirklich alles zusammenpasst. Dann wünscht man sich als Maskenbildner, dass kein Kollege vorbeikommt und sich das Stück anguckt. Übrigens, ich habe mal während einer Probe hinter einer Regisseurin gesessen, hinter der Jule Kracht, und die hat der Person neben sich erklärt, dass egal wie schlimm der Tag ist oder gelaufen war, wenn man einmal hier hoch an die Decke guckt, dann ist alles wieder gut. Und ich habe in dem Moment echt gedacht, stimmt, die hat recht. Und das mache ich tatsächlich öfters, dass ich mal hier reinkomme und dann schaue ich mir dieses Gemälde an und denke, ja, es wird alles gut.